Hast du jemals über eine zweite Staatsangehörigkeit nachgedacht, der dir Zugang zu über 140 Ländern ermöglicht und unglaubliche Steuervorteile bietet? Dabei spreche ich von 0% Steuern, während du ein karibisches Paradies dein zweites Zuhause nennst? Die exklusive Staatsbürgerschaft durch eine Investition in Antigua und Barbuda könnte dein nächster kluger Schritt sein. Heute dreht sich alles um das angesehene Programm für Staatsbürgerschaften durch Investments, Citizenship by Investments auf Englisch, in Antigua und Barbuda. Lass uns mal über die Vorteile sprechen, wer davon profitieren kann und wie das Ganze funktioniert. Ich bin David Paulson von Flex Strategies und wir erstellen maßgeschneiderte Pläne für Unternehmer und Privatpersonen. Besuche flexstrategies.com für mehr Informationen, aber jetzt gehen wir mal direkt ins Thema. Wusstest du, dass Antigua und Barbuda nicht nur für seine karibischen Strände bekannt sind, sondern auch für ein unfassbar interessantes Programm, und zwar das Citizenship by Investment Program? Da geht es dabei, eine Staatsangehörigkeit zu erlangen durch ein Investment in das Land. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich spreche mal über die erste Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist ein Investment in Immobilien. Und zwar ab einem Investment von $400.000 habe ich die Möglichkeit, meine Staatsangehörigkeit zu bekommen. Dabei investiere ich in eine Option, die vom Staat vorgegeben wird, also in ein Investmentprojekt, das ich mir nicht selber aussuche. Und deswegen gehen wir mal zur Option Nummer 2. Das könnte vielleicht noch interessanter sein. Und das ist nichts anderes wie eine Spende, und zwar eine Spende an den National Development Fund. Und dann bekomme ich auch einen Reisepass, sprich meine Aufenthaltsgenehmigung bzw. meine Staatsangehörigkeit. Das könnte unter Umständen Sinn machen, denn ein Investment in eine Immobilie, die mir vorgegeben wird für 400.000 oder eine Spende für 100.000, ja, muss man mal überlegen, dann habe ich nämlich immer noch 300.000 übrig und kann vielleicht wesentlich interessanter investieren und dann auch tatsächlich meinen Return of Investment bekommen. Also es gibt immer ein Für und Wider, was das betrifft. Aus meiner Erfahrung, das, was Investments aus Government-Projekten versprechen, das wird nicht immer eingehalten. Also deswegen muss man dann abwiegen und da beraten wir natürlich gerne. Für diejenigen, die an ein Geschäftsvorhaben, also an einem Business interessiert sind, gibt es dann noch eine weitere Route, und zwar ist das das Unternehmensinvestment. Das erfordert eine Mindestinvestition von 1,5 Millionen US-Dollar. In ein genehmigtes Unternehmen in Antigua und Barbuda. Du kannst auch eine partnerschaftliche Investition machen, bei der eine Gesamtinvestition von $5 Millionen eingereicht wird, wobei jeder Investor dann $400.000 investiert. Das könnte unter Umständen auch Sinn machen und interessant sein, muss man sich dann auch im Detail anschauen. Also diese drei Investitionen haben wir, entweder Immobilieninvestment oder Spende, oder Investition in ein Unternehmen oder ein Businessprojekt. Was sind also die Vorteile einer Staatsangehörigkeit in Antigua und Barbuda? Also einer der großen Vorteile ist natürlich der sogenannte Steuervorteil. In Antigua und Barbuda werden keine Steuern erhoben, weder auf das weltweite Einkommen, noch auf Kapitalgewinne, noch auf Erbschaften oder auf Vermögen. Das macht das Ganze natürlich sehr attraktiv. Zudem haben Antigua und Barbuda ein sehr starkes Bankgeheimnis. Das heißt, Daten werden nicht ausgetauscht. Für die Personen, die ihr Vermögen effizient schützen möchten oder vermehren möchten, kann das durchaus Sinn machen, speziell in den heutigen unsicheren Zeiten. Also ein zweiter Reisepass kann Sinn machen. Dann kommt noch dazu, dass wir 150 Länder haben, in denen wir frei reisen können. Also ein sehr starker Pass. Also von Großbritannien bis hin zum Schengen-Raum, über Hongkong und so weiter sind da alle Länder tatsächlich dabei. Das ist natürlich sehr interessant für Personen, die einen Reisepass haben, der vielleicht nicht so stark ist. Also es gilt auch wieder abzuwiegen. Personen mit einem starken Reisepass holen sich eine zweite Staatsangehörigkeit aufgrund von Vermögensschutz, Steueroptimierung. Personen mit einem schwächeren Pass holen sich eine Staatsbürgerschaft aufgrund der Reisefreiheit, die dann optimiert wird. Also die Optimierung deiner Reisefreiheit in dem Fall gewährleistet. Darüber hinaus, das Programm ermöglicht auch die doppelte Staatsbürgerschaft, das ist natürlich auch sehr spannend. Ich muss also nicht meinen eigenen Pass abgeben, damit ich den Pass in Antigua und Barbuda beantragen kann oder erhalte. Diese Flexibilität ist besonders vorteilhaft für globale Unternehmer natürlich und für Investoren, die international tätig sind. Das Programm umfasst auch Regelungen für Familienmitglieder und das ist sehr, sehr spannend.
Du kannst die Staatsbürgerschaft auf deinen Ehepartner, deine Kinder und sogar deine Eltern im Rahmen eines einzigen Antrags ausweiten. Das stellt sicher, dass deine gesamte Familie von der verbesserten Mobilität und Sicherheit profitieren kann. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Jetzt lass uns den Antragsprozess mal kurz durchgehen. Also der erste Schritt besteht darin, deine bevorzugte Investitionsoption auszuwählen. Und dafür musst du dann alle erforderlichen Dokumente bereitstellen und sammeln. Sobald du alles beisammen hast, reichst du deinen Antrag über einen autorisierten Agenten ein, zum Beispiel Flex Strategies. Nach der Einreichung gibt es dann eine sogenannte Due Diligence oder einen Due Diligence Prozess. Das stellt dann sicher, dass alle Bewerber gründlich überprüft werden, um die Integrität des Programms zu wahren. Sobald du diese Phase bestanden hast, tätigst du die Investition und erhältst deine Staatsbürgerschaft innerhalb von wenigen Monaten. Das geht dann relativ schnell. All das klingt jetzt natürlich ziemlich gut, aber ich weiß, dass du dich vielleicht fragst, wie das Leben in Antigua und Barbuda so ist, falls du tatsächlich dort auswandern musst, was du nicht zwingen musst natürlich. Also die Insel ist bekannt für ihre atemberaubenden Strände, das warme Klima und eine sehr freundliche Gemeinschaft und Umgebung. Egal, ob du ein Ferienhaus oder einen festen Wohnsitz suchst, Antigua und Barbuda bietet einen außergewöhnlichen Lebensstil. Die lokale Kultur ist lebendig und die Infrastruktur ist sehr, sehr gut entwickelt, was es zu einem komfortablen und wunderschönen Ort macht, der auch zum Leben sehr interessant ist. Mein Fazit zu diesem Reisepass: Anschließend lässt sich sagen, dass das Programm für Staatsbürgerschaft durch Investition von Antigua und Barbuda ein mächtiges Werkzeug ist für diejenigen, die eine größere globale Mobilität, erhebliche Steuervorteile und einen beneidenswerten karibischen Lebensstil suchen. Aber es geht auch speziell um Sicherheit und gerade in der heutigen Zeit, wo es sehr, sehr unsicher wird in Europa, denke ich, ein zweiter Reisepass, wenn man sich das leisten kann, das sollte man durchaus in Erwägung beziehen. Zumindest eine zweite Residency, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du dir nicht sicher bist, aber diese Gelegenheit nicht verpassen möchtest, dann kannst du bei uns eine kostenlose Beratung buchen, wo wir dich mal ein bisschen näher in dieses Thema einführen und dir deine Möglichkeiten aufzeigen. Dabei betrachten wir deinen Geschäftshintergrund, deine Steuersituation und wie kompatibel du für so ein Programm sein könntest. Du kannst deinen kostenlosen Termin über den Link unten in der Beschreibung buchen und dann sprechen wir gerne mal drüber. Abschließend vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video wertvolle Informationen gebracht hat, gib uns einen Daumen hoch bitte. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, weil dann bekommst du weitere Videos, die sehr, sehr spannend sind. Wir laden ständig neue Videos hoch, wenn es genau um diese Themen geht.